Hi, willkommen zurück. Es war eine Weile, aber es hat sich gelohnt, denn wir werden heute gemeinsam deine erste eigene Section für deinen Shopify-Store bauen, oder wie es auf Deutsch heißt, Abschnitte. Ich werde dir zeigen, wie du eine Text-Section anlegst. Du siehst hier, hey, ich bin dein erstes Textfeld. Da wirst du dann was anderes reinschreiben können. Und ich werde dir zeigen, wie du sogenannte Section-Blocks anlegst, also diese Blöcke, die du dann hin und her kopieren kannst, um zum Beispiel Vertrauenselemente auf deine Seite zu packen. Und ich werde dir zeigen, wie du so einen Image-Picker machst, wie du hier diese Beschreibungstexte anbinden kannst und wie du diese Elemente auch vergrößern und verkleinern kannst über solche kleinen Slider. Und damit wir das besser sehen können, werde ich jetzt von nun an einmal die beiden Seiten so nebeneinander setzen. Und eine sehr, sehr gute Nachricht ist, ich habe dir das alles dokumentiert. Dieser Link ist in der Beschreibung und da kannst du alles Schritt für Schritt nochmal nachmachen, ohne... Wenn du jetzt irgendwo hängen bleibst oder so oder nicht weißt, wo du deinen Fehler gemacht hast, kannst du das alles nochmal Schritt für Schritt nachlesen. Also alles wunderbar. So, als allererstes werde ich erstmal komplett diesen Code, diese erste eigene Section löschen und dann nochmal von ganz neu anfangen und dir jeden einzelnen Schritt einzeln zeigen. Um eine eigene Section anzulegen, müssen wir erstmal bei Onlineshop auf Themes gehen und dann auf diese drei Punkte, um dann den Code zu bearbeiten. Und hier haben wir links einen Baum, der heißt Layout, Vorlagen und so weiter. Und eine Section ist ein Abschnitt. Deswegen müssen wir hier auf Abschnitt draufklicken und einen neuen Abschnitt hinzufügen. Und hier bleiben wir bei Liquid und schreiben meine erste Section. Da kannst du reinschreiben, was du willst. Wir bleiben bei Liquid. Drücken auf Fertig und sehen jetzt erstmal den Default-Baum von einer Section. Das ist hier Liquid-Code und hier drin ist ein JSON-Objekt. Und was wir da reinschreiben, das werde ich dir jetzt Stück für Stück erklären, weil wenn ich jetzt einfach nur tippen würde und du siehst das Endergebnis, dann wäre das nicht so gut. Ich mache das jetzt so, dass ich den Code da rein kopiere und dann dir Stück für Stück erkläre, was welcher Baustein macht. Gehen wir also hin und holen uns erstmal den Code für unseren ersten Teil, nämlich das eigene Textfeld. Das kopiere ich jetzt hier alles rein und speichere das ab. Und jetzt zeige ich dir jeden einzelnen Teil. Wenn ich jetzt also diese Seite auch aktualisiere, können wir dem wunderbar folgen. Ich gehe also hier unten hin und drücke erstmal auf Abschnitt hinzufügen, hier auf Mehr anzeigen. Und hier kommt erste eigene Section, Presets Titel. Wenn ich hier drauf klicke, dann ist hier unten schon, hey, ich bin dein erstes Textfeld. Das können wir jetzt hier hochschieben. Und wieder runterschieben. So, dort, wo wir es gerne haben wollen. Aber das ist jetzt nichts Besonderes, weil Textfelder haben wir ja in jedem Theme halt schon von Default drin. Dafür bräuchten wir uns jetzt nicht diese Arbeit zu machen. Aber ich erkläre dir alles. Und ich fange erstmal hiermit an und dann werden wir uns auf diesen Teil hier konzentrieren. Eine Section hat erstmal einen Namen. Und dieser Name, den siehst du hier. Erste eigene Section. Dann hat eine Section ein Settings-Objekt und in diesem Settings-Objekt ist ein Typ mit drin. Und dieser Typ ist jetzt in dem Falle natürlich Text. Dann hat das Settings-Objekt eine ID. Diese ID ist dazu da, um später, wenn ich hier ein Textfeld habe, herauszufinden, also dem Textfeld zu sagen, hey, nimm doch bitte den Inhalt von diesem Settings-Objekt an. Dann hat ein Settings-Objekt eine Überschrift, hier, und dann hat ein Settings-Objekt, das kannst du reinschreiben, noch einen Default-Text. Das ist dieser hier. Und dann, damit es überhaupt dargestellt werden kann, beziehungsweise dass ich das hier auswählen kann unter Abschnitte, brauche ich diesen Teil hier, Presets. Und dort, dieses Presets-Objekt hat dann auch nochmal einen Namen. Erste eigene Section, Presets-Titel. Ich habe das deswegen so genannt, damit du siehst, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann steht hier was anderes, als wenn ich das hier angeklickt habe. Wenn ich jetzt erste eigene Section anklicke, steht hier erste eigene Section. Aber wenn ich das auswähle, steht erste eigene Section, Presets-Titel. Damit du weißt, welcher Teil davon oder welcher Name für welchen Bereich in diesem Shopify-Frontend dann zuständig ist. Das ist einfach nur zur Erklärung. So. Jetzt brauche ich natürlich nicht so viele von diesen eigenen Sections. Und das ist jetzt erstmal der eine Teil. Und jetzt haben wir Folgendes. Wenn ich das jetzt hier eintippe, Hallo Welt, das ist die erste Section.
dann funktioniert das. Aber warum funktioniert das? Das nehme ich jetzt mal weg. Und wenn ich hier reinschreiben würde, Hallo Welt, und das hier formatiere, dann steht jetzt hier Hallo Welt. Wenn ich jetzt hier was eintippen würde, Hallo, würde sich nichts verändern. Damit sich was verändert, muss ich hier Liquid Code einfügen. Und dieser Liquid Code besteht immer aus zwei gestreifte Klammern. Ja, das war falsch. So, zwei gestreifte Klammern links, zwei gestreifte Klammern rechts. Und jetzt schreibe ich section.settings. Punkt. Mein erstes Textfeld. Das ist die ID. Rums. Und wenn ich das so abspeichere und hier auf Abschnitt hinzufügen gehe. Hey, ich bin dein erstes Textfeld. La 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 la. Und siehe da, jetzt wird dieser HTML-Code oder dieser Paragraph mit dem Inhalt gefüllt, den ich hier reingeschrieben habe. So, damit haben wir den ersten Teil fertig. Wir wissen, wie wir eine Section bauen können. Kleine Anmerkung noch, diese Div-Klasse hier mit PageRef, das habe ich nur gemacht, weil ich im Shopify Dawn-Theme bin und ich das nicht mag, wenn hier der Text direkt hier an dem Rand klebt und mit dieser Klasse PageRef geht das weg. Das ist aber auch bei jedem Theme unterschiedlich. Das heißt, das ist nicht notwendig für dieses Tutorial. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir das. Ich speichere das mal ganz kurz ab. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Und der zweite Teil ist, wir werden, das mache ich mal ganz kurz größer, wir werden Section Blocks anlegen. Das heißt, wir haben eine Section und dann werden wir unter dieser Section Blocks anlegen, in dem Falle eine Bild-Text-Kombination, damit wir ein Bild und einen Text anlegen können. Und damit wir das machen können, müssen wir eine kleine Änderung vornehmen. Und ich kopiere mir mal jetzt hier diesen Schema-Tag und dann zeige ich dir, was ich verändert habe. Ich mache das wieder kleiner auf die Hälfte. So. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Code. Im Moment haben wir ja nur ein Schema, wo drin steht Name, meine eigene Section, dieses Überschriftsfeld und dann dieses Presets-Objekt. So, jetzt nehmen wir das und jetzt füge ich mal was ein. Und jetzt siehst du einen Unterschied. Und dieser Unterschied ist wie folgt. Ich habe jetzt noch Blöcke hinzugefügt. Ich habe einmal für meine Section, habe ich gesagt, meiner Section erlaube ich, 5 Blöcke zu haben. Das ist diese Angabe Max Blocks. Ansonsten habe ich hier nichts verändert. Was ich aber verändert habe, ist, ich habe hier nach dem Settings-Objekt noch einen Block hinzugefügt. Ein Objekt mit Block. Und dann hat dieser Block den Namen Bildtext. Ich habe dem gesagt, Type is Custom. Da kann man wahrscheinlich auch was anderes reinschreiben, also damit so unterschiedliche Icons kommen, aber da reden wir jetzt nicht drüber. Und dann habe ich wieder ein Settings-Objekt und da drin ist ein Typ mit Image-Picker, dann eine ID-Image und ein Label mit Image. Und ich zeige dir, wie das dann am Ende aussieht. Dann gehen wir die einzelnen Teile einzeln durch. Wenn ich jetzt die erste eigene Section anwähle, dann habe ich hier die Möglichkeit, Bildtext hinzuzufügen. Es passiert zwar noch nichts, aber ich habe jetzt meine Section-Blöcke angelegt und ich kann bis zu 5 anlegen. Du siehst hier, ab 5 ist Schluss. Okay, was können wir jetzt damit machen? Wir müssen noch, damit wir jetzt diese Blöcke hier auswählen können, müssen wir noch etwas machen, was ein kleines bisschen komplizierter ist. Nämlich, wir müssen, Sekunde, ich muss mal hier diesen Code raussuchen. Da, wir müssen jetzt hier hingehen und hier oben diesen Teil, wo wir hier einmal ein dynamisches Feld verlinkt haben, müssen wir jetzt erweitern. Da sage ich dir auch ganz genau, was ich gemacht habe. Dazu mache ich das mal groß und erkläre das alles. Gehen wir mal hier ein bisschen, versuche ich das mal ein bisschen größer zu machen. Okay, also, das ist klar, das hatten wir schon vorher. Jetzt habe ich einen neuen Container hier rangemacht und jetzt gibt es eine sogenannte Vorschleife. Die sagt, für jeden Block in meinen Section-Blöcken, ich kann ja bis zu 5 haben, erstelle bitte wieder ein Div mit einer Klasse, die kann ich nennen, wie ich möchte. Und da drin ist ein Bild und ein Text. Das ist ja meine Bild-Text-Kombination. Und jetzt haben wir hier einmal, gebe ich an, wo kommt das Bild denn her? Weil jeder, wir haben ja gerade gesehen, ich konnte Bilder einfach da reinladen über so einen Image-Picker und dann werden die dargestellt. Und das funktioniert nur dann, wenn ich dem sage, füge immer für jeden einzelnen Block, den ich hochgeladen habe, immer dieses Bild hier rein.
Das ist nur ein Filter für Shopify Liquid, der sagt, mach daraus bitte eine Bild-URL. Ansonsten würde das nicht funktionieren, ansonsten würde hier das nicht richtig ausgefüllt werden. Und bei dem Text habe ich reingeschrieben, ich kann erstmal ganz kurz zeigen, hier steht Block Settings Image. Ich gehe hier rein, wenn man das hier sieht, Block Settings ID Image. Das ist das Image. Und hier habe ich wieder dann bei dem zweiten, bei dem Text habe ich Block Settings Beschreibungstext. Das steht hier, Block Settings Beschreibungstext. Und dadurch, jetzt mache ich mal wieder das kleiner, füge das mal wieder hier auf die linke Seite ein. Jetzt, wenn ich das hier gespeichert habe und das hier aktualisiere, kann ich hier ein Bild hinzufügen. Noch eins und noch eins und noch eins und noch eins. Jetzt kann ich hier reingehen und ein Bild auswählen und habe das Bild da. Ich kann auch den Text schon ändern. Das ist ein anderer Text. Was natürlich jetzt ein Problem ist, das sieht noch nicht so schön aus wie in dem Beispiel. Die Dachen sind alle übereinander. Weil das hier kein CSS-Tutorial ist, nehme ich jetzt einfach nur den Style-Code und füge den ein. Wenn du wissen möchtest, wieso, weshalb, warum ich diesen Style-Code hier so und so geschrieben habe, dann schau dir das Video in der Infokarte an, da gehe ich auf alle einzelnen Sachen ein, weil diese, wer vielleicht die anderen Videos von mir gesehen hat, weiß, dass diese Icons, ich habe die schon mal benutzt, ich habe auch schon mal diese Vertrauenssektion schon mal gemacht, aber nicht mit so einer Section, sondern alles mit Custom Liquid. Das hier ist nur darauf ausgelegt, damit wir erklären oder damit wir verstehen, wie Sections funktionieren. Okay, jetzt nehme ich diesen Code, diesen Style-Code und setze den hier hinter rein. Ja, da ist ein Fehler mehr passiert, glaube ich. Ich muss nochmal kurz hier hin und das mal kurz kopieren und hier rein. So, ja, jetzt stehen die Sachen da zweimal drin. So, wenn ich jetzt den Style, wenn ich jetzt das Style-Sheet noch mit reingesetzt habe und aktualisieren klicke, dann werden die Sachen alle nebeneinander dargestellt werden. Das werden wir jetzt auch sehen. Wenn ich das natürlich, wenn ich hier Sachen jetzt einfügen würde. 1, 2, 3, 4 und 5. Jetzt haben wir die nebeneinander. Jetzt kann ich hier schon was einfügen. Zack und fertig. Und kann hier noch ein zweites nehmen. So, zack, zack. Jetzt kann ich die hier alle so machen, wie ich will. Ich werde da jetzt mal ein paar Bilder hinmachen, damit wir das gleich nicht nochmal neu machen müssen. Und dann werde ich dir auch zeigen, wie wir gleich noch das letzte kleine Rätsel lösen, nämlich wie wir die Sachen dann individuell auch größer und kleiner machen können. So, zack. So einfach ist es und schon sind wir fertig. Auch wenn das jetzt natürlich nicht so super hübsch aussieht, weil ich hier ein bisschen meinen Screen ein bisschen verkleinert habe. Aber so schaut das Ganze dann aus. Das Deutschland-Ding müssen wir jetzt nochmal wegmachen. Das passt ja hier überhaupt nicht rein. So. Wunderbar. Jetzt speichern wir das. Und jetzt haben wir unsere erste Text-Bild-Section oder Text-Bild-Blöcke gemacht innerhalb unserer Section. Was mich jetzt noch ein bisschen stört, und da kommen wir jetzt auch zum dritten Teil, ist, dass ich hier noch keinen Slider habe, um zum Beispiel die Bildgröße oder die Größe des Textes zu manipulieren. Und das werden wir jetzt im dritten Teil machen. Dazu gehen wir einmal hin und suchen uns den Teil, den Text für Teil 3. Und da werden wir nur zwei Dinge an dem Schema-Tag verändern. Und ich zeige dir ganz genau, was das ist und ich werde dir das auch erklären. So, also die Numero Uno ist einmal das. Das werde ich jetzt auch mal alles reinkopieren wieder, den Schema-Tag. Dann gehe ich wieder hier hin und nehme den und werde den aktualisieren. So. Was hat sich jetzt hier dran verändert? Wenn ich das jetzt aktualisiert habe, sehen wir jetzt, dass wir zwei zusätzliche Angaben drin haben in unserer ersten eigenen Section, nämlich Schriftgröße Beschreibung und Breite des Bildes. Und wie funktioniert das? Ich habe hier auf der einen Seite, gehen wir mal Breite des Bildes, ich habe das falsch herum, nee, habe ich richtig herum gemacht. Ich habe einmal in diesem ersten Settings Array habe ich noch etwas hinzugefügt, nämlich eine weitere Angabe. Ich habe hier einen Range Slider eingefügt
mit der ID FontSize mit einem Minimumwert von 12, das sehen wir hier, und einem Maximumwert von 48, das sehen wir hier. Und der Step, also die Schritte, sind 1, Unit ist Pixel und die Beschriftung, also das Label, ist Schriftgröße Beschreibung und der Default-Wert ist 12. So. Und dann haben wir noch einen zweiten mit dem Label Breite des Bildes und einem Maximalwert von 192 und einem Minimalwert von 48. So, die sind jetzt da. So funktioniert das, wenn ich Slider reinsetze. Eine kleine Anmerkung zu diesen Slidern. Es ist so, wenn diese Zahlen, wenn ich die teilen will, also wenn ich diesen Step jetzt zum Beispiel auf 17 mache und speichere, dann speichert Shopify das nicht ab und ich bekomme einen Fehler angezeigt. Das liegt daran, dass diese Schritte hier immer auf eine ganze Zahl kommen müssen, wenn man das durch die Steps teilt. Deswegen darauf achten, wenn man das so gemacht hat, dann funktioniert das wieder. So, fertig. Und so kann man dann diese Range Slider machen. Auch das steht alles in der Shopify-Dokumentation. Du kannst einfach so viele Angaben, wie du willst, verketten. Und dann hast du hier mehrere Angaben drinstehen. So, jetzt sind die Sachen natürlich noch nicht verknüpft. Ich kann jetzt hier drehen und wenden, was ich hier will, aber es ist noch nichts verknüpft. Das machen wir jetzt hier oben nochmal. Und jetzt werden wir einen ganz, ganz kleinen Teil austauschen. Nämlich einmal hier den Teil von Style und hier werden wir auch ein Style-Objekt hinzufügen. Ganz einfach. Wir gucken mal, was wir hier haben. Nämlich, wir nehmen einfach diesen Teil und fügen den hier oben ein. Und jetzt haben wir zwei Sachen verändert. Nummer eins, einmal hier habe ich den Style mit Breite und dann habe ich gesagt Section Settings Image Size. Ganz einfach, das ist das hier. Du siehst hier Section Settings Image Size, Section Settings und die ID Image Size und dann nimmt er einfach den Wert, den ich den hier gegeben habe. Ne? Dahinter setze ich noch Pixel und fertig. Und das gleiche habe ich bei dem Paragraphen hier gemacht, also bei diesem Beschreibungstext hier. Dann sage ich Font Size, Section, Settings, Font Size. Ziemlich selbsterklärend, hinten Pixel dran, fertig ist die Kiste. Und dann, das könnte ich noch ein bisschen schöner schreiben, so, so. Wenn ich das jetzt hier speichere, dann können wir, wenn ich das jetzt hier wieder neu lade, werden wir sehen, dass alles funktioniert. Wenn wir jetzt hier runter scrollen, kann ich den Beschreibungstext ändern in der Größe, so wie ich es will, bis es nicht mehr geht. Ne? Das sollte ich vielleicht auch mal vom Maximalwert dann einschränken. Die Breite des Bildes kann ich anpassen. Ich kann die Breite des Bildes klein machen und ich kann diese Section nehmen und hier hochsetzen oder wo ich sie gerne hätte, unter den Bildbanner hier. Und dann habe ich das hier alles fertig. Und kann hiermit dann herumspielen, so wie es mir beliebt. Wenn ich das Textfeld nicht mag, dann nehme ich das Textfeld weg. Dann fällt das weg. Dann sind die Sachen hier da. Wenn ich hier irgendwas anderes reinschreiben möchte, kann ich das auch machen. Und alles wunderbar. So wünscht man sich das. So kannst du deinen Shopify Store mit deinen eigenen Gestaltungselementen erweitern. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da. Wenn du sagst, hey, das ist super, aber ich will eigentlich gar nicht coden, ich möchte die Sachen so zum Download haben. Auch das wird in der Zukunft passieren. Dann wirst du solche Sections, ich werde davon ganz viele machen, wahrscheinlich auch für ganz, ganz kleines Geld kaufen können, sodass du dann einfach in deinen Shopify Store hochlädst, ohne Abo oder irgendwas. Und wie gesagt, ich freue mich über ein Like. Schreib auch gerne rein, welche Sections dich interessieren, was du gerne noch hättest, was vielleicht in diesen Shopify-Stores fehlt. Dann werde ich dazu auch einzelne Videos machen und dann diese Sachen dann auch anbieten. Und ich sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal und bis bald.